Ja, hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Horror-Demo eines Spiels und zwar Fear the Time Loop. Empfohlen wurde mir das Ganze vom lieben Jürgen, Grüße gehen raus und wenn ihr auch irgendwelche Vorschläge habt, gucke ich mir das gerne an, schreibt es in die Kommentare. Bevor wir loslegen, ganz kurz die Shop-Seite. Erscheinen soll das Ganze im ersten Quartal 2025. Ist ein Survival-Horror-Spiel, in dem der Protagonist alle 15 Minuten stirbt und zum Startpunkt zurückgesetzt wird. Kannst du den Kreislauf durchbrechen und dem Loop entkommen? Das werden wir sehen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es gehen wird. Ich starte ein neues Spiel. Deine Gesundheit verringert sich jede Sekunde. Deine Gesundheit verringert sich nicht. Ah, ich weiß, dass Jürgen mit mir meckern würde, wenn ich das jetzt nicht auf Standard stelle. Deswegen machen wir mal Standard. Let's go. Über die Demo Fear the Time Loop befindet sich derzeit in aktiver Entwicklung. Und ich arbeite kontinuierlich daran. Oh, das klingt nach einer Person. Nach einem Ein-Mann-Projekt Inhalte zuzufügen und das Spiel basierend auf eurem Feedback zu verbessern. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich mich sehr gerne über eure Gedanken zum Spiel freuen, damit ich es noch besser machen kann. Eure Einblicke sind entscheidend, um das Erlebnis zu gestalten und ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir starten. James Cooper, you are found innocent. Serial killer continues to terrorize the town, and sources say the sheriff initially downplayed the danger. Ja, das sieht doch schon mal ganz interessant aus, ne? Wir haben hier ein Vorwort. Während der Untersuchung von Verbrechen eines Serienmörders verliert Sheriff James Cooper plötzlich das Bewusstsein. Als er aufwacht, findet er sich in einem unbekannten Gebäude wieder und stellt entsetzt fest, dass ihm nur noch 15 Minuten zu leben bleiben. Doch das Merkwürdigste beginnt, als diese Zeit abläuft. Cooper wird zu demselben Punkt zurückgebracht, an dem er angefangen hat und ist gezwungen, diesen schrecklichen Zyklus immer wieder zu durchleben. Die einzige Person, mit der er in dieser Zeitschleife kommunizieren kann, ist seine Partnerin, die stellvertretende Sheriff Rose Waters. Waters? Für sie vergeht die Zeit normal und sie ist nicht von der Zeitschleife betroffen. Sie wird zu Coopers einziger Verbindung zur Realität, einem Leuchtfeuer im Chaos, in dem alles um ihn herum zerfällt und sich wiederholt. Das klingt ja voll interessant. Auf Dauer könnte ich es mir ein bisschen nervig vorstellen. Oh Gott, Kapitel 1, unbekanntes Gebäude. Oh, es ist sehr, sehr leise, ne? Okay, wir werden uns mal ein bisschen durchsprinten hier und beeilen. Bericht. This is Sheriff James Cooper. Also berichten. This is Sheriff James Cooper. Damn it, can anyone hear me at all? Hey, where are you? Rose, oh, I'm so glad to hear you. I'm stuck in some building. I have no memory of what happened to me. Ew. Halbe Stadt hat man in mir gesucht? Zwei Wochen lang verschwunden, Spur ist einfach erloschen. Hä? Huh? Okay, 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 hold your horses. I'll get out of here and let you know my location as soon as possible. I don't want to hear anything about that bastard. Give me a few minutes and I'll get out of here. Over. Das Gameplay wirkt schon mal sehr flüssig, ne? Von den Animationen her und so. Gefällt mir das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Auch optisch finde ich es ziemlich gut. Performance weiß ich jetzt nicht, ich habe es halt gelockt. Sieht ein bisschen nach... Sieht nach Unreal Engine aus, glaube ich, oder? Oh, wir können einfach durch. Ach, geil. Okay, dann sprinten wir mal ein bisschen zu. Hier liegt ein Schlüssel. Die Codetür am Eingang und Ausgang der Leichenhalle wurde installiert. Manchmal hat sie ein paar kleinere Probleme, aber keine Sorge. Mike und ich werden alles bald noch einmal überprüfen. In der Zwischenzeit sei darauf vorbereitet, gelegentlich denselben Code ein paar Mal einzugeben. Ich habe den Code bei Dr. Bennett hinterlassen, also frag ihn, wenn du hinein musst. Wenn etwas schief geht oder du Fragen hast, kontaktiere mich und wir werden das klären. In Blut geschrieben, öffne niemals die verdammte Leichenhalle-Tür.
Schlüssel für sowieso Speicher. Dieser Schlüssel gewährt Zugang zum Lager der Leichenhalle. Sieht rostig aus. Hoffen wir, dass er nicht im Schloss abbricht. Aufheben. Okay, cool. Inventar öffnen. Oh yeah. Kann ich das irgendwie fallen lassen? Ich kann es auch wieder fallen lassen. Okay, cool. Also sowas machen. Fähigkeiten. Hä? Okay. Kapitel. Okay. Cool. Oh, wir haben eine Karte. Oh, das ist sehr, sehr Resident Evil-like, ne? Also generell so das Interface, alles so ein bisschen so. Schon sehr Resident Evil-Vibes. Ja, hier kommen wir nicht rein. Warte mal, kann ich den Schlüssel hier irgendwie... haben wir aufgeschlossen? Ja. Hey, geil. Verbannt. Von Zeit zu Zeit wirst du verschiedene Heilgegenstände finden. Einer davon sind Verbände. Verbände stellen dein Gesundheitslevel wieder her, aber nicht deine Lebensspanne. Okay, also habe ich jetzt halbe Lebensspanne und halbe Gesundheitslevel? Sieht so aus, ne? Halb, halb, oder? Oder ist das voll, voll? Oh, ich finde es auch schön, wenn man Gegenstände, dass die Sprachausgabe kurz pausiert, dass man quasi nichts verpasst. Das finde ich geil. Hallo Dr. Bennett, ich lasse Ihnen den Zugangsschlüssel für die Tür zum Leichenschauhaus. Das Codeschloss kann von Zeit zu Zeit Fehlfunktionen aufweisen. Wenn das passiert, zögern Sie nicht, mich anzurufen. Ich hoffe, wir können alles bald reparieren, damit Sie sich nicht mehr mit diesem Schloss herumschlagen müssen. Übrigens, haben Sie den Dieb gefunden, der für das Verschwinden von medizinischen Vorräten und Lebensmitteln aus dem Lager verantwortlich ist? Ich verstehe, dass das nicht mein Anliegen ist, aber der Administrator hat nichts gesagt und ich habe sonst niemanden, den ich fragen kann. Jedenfalls würde ich Sie nicht mit nutzlosen Fragen belästigen. Wenn etwas ansteht, können Sie mich gerne anrufen. Wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch machen kann. Kann ja nicht raten sein. Die Kombination ist halt viel zu krass, um das zu raten. Okay, man kann sehr langen Code aber eingeben. Es könnte halt wirklich die Nummer sein, oder? Im Blut geschrieben. Ach, 081-235-081-235-081. Hä, lol, das war einfach die Nummer? Wie dumm. Das ist ja dumm. Also. James. Oh Gott, hier sagt einer James. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mir geht's schlecht. Im Buch der Dämonen, Teil 1. Die Hölle ist ein Ort, der für Menschen mit dem schlimmsten Ruf bestimmt ist, die ihre ewigen Bewohner werden, und für Dämonen, die ihre einheimischen Bewohner sind. Mein Vater erzählte mir, dass die Hölle genau wie die Erde ist, aber für Wesen wie Dämonen und Teufel bestimmt. In der Vergangenheit war die Hölle, ähnlich wie unser Planet, von einer Vielzahl von Wesen unterschiedlichen Geschlechts und Arten bevölkert. Sie konnten sich jedoch nicht an das lokale Klima anpassen und starben, wobei ihre Seelen als Dämonen wiedergeboren wurden. Ein weiterer Grund für das Aussterben anderer Arten war der begrenzte Vorrat am menschlichen Knochen, der es den Dämonen hinderte, die für die Fortpflanzung notwendigen Wucherungen an ihren Körpern zu bilden. Na lecker. Oh, ich kann weiterblättern. Oh shit. Das sehe ich jetzt erst. Glücklicherweise begannen mit der Zeit immer mehr Sünder auf der Erde zu erscheinen und die Dämonen lernten, sich an der Erdoberfläche zu manifestieren, um reine Seelen zur Dunkelheit zu verleiten und zu verführen. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch alle lebenden Wesen mit Ausnahme der Dämonen selbst bereits verschwunden. In Wirklichkeit ist das Klima in der Hölle fast identisch mit der Erde, weshalb die Dämonen ähnliche Körperstrukturen und Erscheinungen aufweisen. Dämonen sind aus menschlicher Perspektive bemerkenswert seltsame und gleichzeitig faszinierende Kreaturen. Sie entstehen aus Wucherungen am Körper älterer Dämonen und übernehmen nach dem Studium des Planeten Hölle seine Gesetze und Prinzipien ihre Aufgaben. Ihre Arbeit ist in zahlreichen Kategorien unterteilt. Da die Auflistung aller Rollen zu viel Platz in diesem Buch und Zeit für die Leser in Anspruch nehmen würde, werde ich auf eine vollständige Liste verzichten. Ich möchte nur eine der wichtigsten Rollen für unsere zukünftige Geschichte hervorheben, den Arbeiter der Haupträucherei. Taschenlampe. Yeah. Medkit. Alter. Geil. Kann mich heilen mit.
Medkits erhöhen deine Gesundheit als auch Lebensspanne. Jedes Medkit verlängert deine Lebensspanne um 7 Minuten. Wenn deine Lebensspanne bereit aufs Maximum ist, wird dir ein Medkit nicht viel helfen. Okay. Das klingt logisch. Taschen aber, wie mache ich das? Gib her hier das Ding. Zuteilen. Oh yeah. Okay, Medkit kann ich nicht zuteilen. Das ist ja geil. So geil, du. Aber eine Flashlight, wa? Sollen wir ein bisschen weiter sprinty machen. Wir gucken uns erstmal überall nochmal um. Code war ja überall der gleiche, ne? Also ich meine, war ja, könnte, also ja, könnte halt. Oh. Ist das so ein Trial-and-Error-Ding hier? So von wegen... Ja, das sieht jetzt sehr zugewachsen aus, das stimmt. Ist das hier so ein Trial-and-Error-Ding? Dass man halt, das immer wieder versuchen muss und dann von null, oder habe ich irgendwann so eine Art Checkpoint, dass ich von da aus starten kann? Weil wenn nicht, ich meine, gut, wenn das das Spielprinzip ist, oh Gott, da ist jemand. Ach du Scheiße. Oh, eine geile Jukebox. Oh yeah, Münze aufheben, geil. Alter, die sind aber auch richtig zerfleischt und zerflattert hier. Schlimmer als in meiner Unterhose. Pistole, Munition, yay, geil. Brauchen wir nur noch eine Pistole. Ne, von hier kommen wir. Warte mal, dann geht's hier aber nach rechts. Ah. Okay, was ist das für ein Altar hier? Oh, wie der Bildschirm so leicht rot wird, ist ja... Oh, was machen die hier? Was ist denn hier? Was ist denn das? Eine Silent Hill Tür hier? Ist das hier? Ein Gesundheitsarmband, aha. Zeigt mir ein bisschen was an, oder was? Oh, das hat eine Zeit. Zeigt den Status deines Gesundheitsstillstands und wie lange er andauern wird. Hey, das ist geil. Voll das geile Upgrade. Hallo. Hey, wait! Hä? Wo? Was denn? Safe entsperren. Ja. Ja, genau. Ist der hier reingelaufen? Klang wie ein Kind, ne? Ich muss mir nachher auf jeden Fall mal gleich das Medkit zischen. Sonst wird das ein bisschen schwierig. Hallo? Ah, die Spielidee finde ich ganz cool, ne? Setzt dann halt von Anfang an gleich unter Druck so. Ich meine, ist nicht so ein schönes Gefühl zu spielen, aber... Doch. Oh mein Gott. Doch ganz geil irgendwie gemacht. Also die Idee ist halt ziemlich cool. Ist das ein Münzschlitz? Nee. Sieht so aus... Ach, da muss ein Hebel rein. Sieht halt so aus wie so ein Münzschlitz. Es hätte keinen Sinn ergeben, aber sah halt irgendwie so aus. James. Oh Gott, hör auf, mir ins fucking Ohr zu flüstern. Ich hoffe, hier gibt es keine Jumpscares. Oh! Hä, wie haben wir das denn jetzt aufgeschlossen? Pistolenmuni, schön. Wer heult hier? Oh, es ist direkt vor mir, es ist so eklig und man sieht einfach nichts. Oh, diese ganzen Leichen, Leute. Sicherer Raum, hier wird deine Lebensspanne nicht verringert. Wenn sie ein kritisches Niveau erreicht, wird sie automatisch bis zu einem bestimmten Punkt wiederhergestellt. Ja, unnötige Gegenstände kannst du in der Lagerbox aufbewahren. Hey, das ist geil. Sie können aus jeder anderen Box mit jedem sicheren Raum abgerufen werden. Du kannst einem speziellen Gerät speichern, wenn du eine Videokassette oder in deinem Inventar hast. Kannst du ja nicht sprechen. VHS-Kassette, yay! Du kannst deinen Fortschritt in sicheren Räumen mit Videokassetten speichern. Jede Videokassette ermöglicht es, einmal zu speichern. Mit jedem Speichern kann sich die Struktur des Krankenhauses ändern und die Feinde werden gefährlicher. Was? Hä? Willst du mich verarschen? What? Ich glaube, das Game kommt sowas von auf die Wunschliste.
Das ist ja mal richtig ideenreich. Hä, wie cool ist das denn? Hier was machen? Tatsächlich, eine verarbeitete Münze. Hey, cool, wir haben die abgetrennt. Nach dem Tod steht eine Person dem großen Urteil gegenüber, dessen Einzelheiten ich den Lesern nicht offenbaren darf. Um jedoch die grundlegenden Prinzipien zu verstehen, muss ich etwas erklären. Das große Urteil bestimmt, in welche Welt eine Person gesendet wird. Wenn jemand in die Hölle geschickt wird, erhalten die Dämonen Informationen über den Sünder und seine Sünden, die dann die entsprechenden Strafen festlegen. In der Räucherei arbeiten Dämonen, die seit ihrer Geburt für diese Rolle bestimmt sind. Die Räucherei ist ein entscheidender Ort für Dämonen, denn eines ihrer Prinzipien verbietet die Verwendung der Knochen anderer Dämonen zur Fortpflanzung. Deshalb sind sie gezwungen, auf eine spezielle Weise Knochen aus menschlichen Körpern zu entnehmen, wobei sie versuchen, die Seelen nicht zu beschädigen. Die Dauer des Dienstes eines Dämons im Rauchhaus hängt oft seinem Verhalten ab. Wenn ein Dämon beispielsweise bei der Arbeit gut abschnitt und dabei eine kühle Gelassenheit bewahrte, wurde er nach der Verarbeitung von 1000 menschlichen Körpern entlassen. Er konnte dann in ein Becken voller Knochen eintauchen und so Wucherungen an seinem Körper bilden, um schließlich einen neuen Dämon zu erschaffen. Wenn sich jedoch ein Dämon schlecht benahm, wurde er mit einer bestimmten Aufgabe auf die Erde geschickt, wie zum Beispiel das Finden einer Seele. Es ist wichtig zu beachten, dass je schwerwiegender das Vergehen eines Dämons in der Hölle war, desto reiner die Seele war, die er verführen musste. Wenn der Dämon die Aufgabe innerhalb des vorgegebenen Zeitraums erfüllte, wurde er zurückgeschickt und setzte seine Arbeit fort. Jedoch wurde die Anzahl der verbleibenden zu verarbeiteten Körper verdoppelt. In der Hölle gibt es eine Krankheit, die von den Dämonen als menschliche Schwäche bezeichnet wird. Nach ihrem Erscheinen auf der Erde wollten einige Dämonen nicht zurückkehren, was sie dazu verdammte, in einem menschlichen Körper zu sterben. Und sie automatisch ohne das große Gericht in die Hölle schickte. Ihre Rolle änderte sich jedoch. Sie wurden nicht zu ehemaligen Arbeitern, sondern zu gewöhnlichen Sündern. So starb der betroffene Dämon in denselben Qualen wie die Sünder. Dieses Schicksal erwartet auch diejenigen, die ihre Aufgabe nicht innerhalb des von den Weisen festgelegten Zeitrahmens erfüllen. Aha. Das klingt jetzt erstmal sehr random. aber auch irgendwie sehr deep. Keine Ahnung. Ja, dann speichern wir erstmal. Ja. Wobei, will ich das schon? Vielleicht will ich das noch gar nicht. Konnte hier. Oh. Der Sheriff hat kürzlich einen Patienten zur Untersuchung besucht und scheint in seiner Eile etwas Wichtiges vergessen zu haben. Ich habe es in einem der Räume gefunden und beschlossen, in einem Schrank mit einem Zahlenkombinationsschloss zu bewahren, damit es nicht verloren geht oder in die falschen Hände fällt. Die Kombination lautet 30 links, 10 rechts und 20 links. Das ist nicht nur ein wertloser Schnickschnack. Judging by the look of it, ist es etwas Wichtiges für die Arbeit des Sheriffs. Eine Pistole. Ich sag's euch. Deshalb wollte ich es nicht offen liegen lassen. Der Gegenstand wird in meinem Schrank aufbewahrt, bis er zurückkommt, um ihn abzuholen. Wir haben ihn bereits informiert, aber da er oft beschäftigt ist, könnte es eine Weile dauern. Wenn jemand fragt oder versucht, ohne Erlaubnis auf den Schrank zuzugreifen, gibt auf keinen Fall etwas heraus. Sie müssen auf den Sheriff selbst warten. Nur er hat das Recht, es abzuholen. Sicherheit geht vor. 30, 10, 20. Is this about me? 30, 10, 20. Wo war dieser dumme Schrank? Ah, hier. Okay. Munitionsgurt. Oha. Keine Waffe? Hä? Was ein Rotz. Munitionsgurt, was ein Müll. Aha, so ein Scheiß. Will ich da schon lang gehen? Nicht so richtig Bock, ne? Ich habe generell auf gar nichts Bock. Ma'am, are you okay? Welche Ma'am? Ich sehe nicht mal eine Ma'am. Are you injured? Can you get out of that room? Lüftung öffnen. You know, I can't get out right now. You can't unlock the door? Not exactly.
Oh Gott, this is creepy. Listen, we need to get out of here immediately. We don't have time for a stop. No, you listen. I'm not living without a sight. All right. Where can I find it? And the bell hid it somewhere nearby. It can't be far. Okay. I'll look for your toy. Gott, das ist creepy, ey. Okay, wir müssen Stoffbären suchen, ja. Ja gut, wie schwer kann das schon sein? Sicherheitssystem, bitte beachten Sie, mehrere Türen mit einer Anzeigenleuchte daneben bleiben aufgrund der Aktivierung des Sicherheitssystems verriegelt. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um unbefugten Zugriff auf bestimmte Bereiche zu verhindern. Wenn Sie aus irgendeinem Grund durch diese Türen gehen müssen, müssen Sie das Schloss vorübergehend deaktivieren. Um dies zu tun, starten Sie das Sicherheitssystem am zentralen Steuerpult neu. Seien Sie vorsichtig, ein falscher Schritt könnte den Stromkreis überlasten und das System wird automatisch alle Türen verriegeln. Versuchen Sie nicht, die Schlösser manuell zu öffnen. Das wird nur zu weiteren Problemen führen. Wenn Sie sich unsicher sind, konsultieren Sie zuerst einen Ingenieur. Ja, den habe ich hier natürlich direkt neben mir stehen, den Ingenieur, den guten. War der Rollstuhl eben schon hier? Ja. Ich glaube, mein Gehirn spielt mir jetzt schon einen Streich. Hallo? Someone here? Ich frage mich, wie das Spiel geglättet wird. Das sieht halt... Das sieht sehr gut aus. Das ist wahrscheinlich FSR, ne? Eine zweite Videokassette. Oder war das... Nee, Moment. Scheiße, ich habe weggeklickt. Fuck, das war keine Videokassette, oder? Doch. Ich dachte, weil nochmal neu eine Beschreibung kam, dachte ich, das wäre jetzt ein Videoband. Also... Something different, halt von... Ah, guck mal, ich kann... Oh, hier ist der Teddybär. Oh, yeah. Ich hab was für dich. Wo ist sie denn hier drin? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Jetzt kann ich da rein, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Die Musik ist so eklig, Leute. Und wieder so Seitenspiel... Gitarrenspiel. Wow. Wow, wow. Ganz entspannt jetzt. Oh, ist das creepy. Ich weiß nicht, sollte ich vorher lieber speichern, Leute? Ich glaube, ich sollte einmal speichern, oder? Ich glaube, ich will speichern. Ja, ich glaube, ich will sehr speichern. Videoband weg. Medkit auch erstmal weg vielleicht. Und dann mal speichern jetzt, ja. Sehr schön. So, Gesundheit füllt sich auf, beziehungsweise Lebenszeit. So, jetzt hat sich aber wohl ein bisschen irgendwie was verändert scheinbar. Und die Gegner sind schwerer. Ich meine, gut, bisher haben wir noch keinen Gegner gesehen, also von daher ganz entspannt. Dann mache ich jetzt mal hier auf. Oh, wir kriegen eine Waffe. Und ein Schlüssel für Ingenieurraum. Ingenieurräume im Keller. Ja, toll. Da will ich ja auch unbedingt hin. Das war schon immer mein Traum, in den Keller zu gehen. Natürlich. Okay, ja, doch. Gefällt mir alles sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Doch. Finde ich geil. Hallo? Was... Was ist das für ein Geräusch? Was war das? Ist hier wer aufgestanden? Oh Gott. Hör auf mit so einem Scheiß. Ich muss erstmal mich ein bisschen zurechtfinden, Leute. Ich weiß, wir haben eine Karte. Aber ich muss trotzdem erstmal ein bisschen... Checky-checky machen. Ein bisschen den Checky-Chan. Ha. Ja, der war schlecht, ich weiß. Keller, muss doch... Oh Gott, was war das? Was war das? Hier ist irgendwas im... Hier ist irgendwas im Busch. Wehe, hier springt was aus dem Busch, Alter. Oh, da steht was.
Das ist creepy. Freeze! I'll shoot! What? Hä? What the fuck? Er bleibt stehen. Sie sind mit der Taschenlampe wegleuchten? Nee. Okay. Ich hab damit jetzt nicht so ein Problem, ich meine von mir aus. Ist halt nur schlecht in Sackgassen zu laufen. Keller Biohazard. Engineers Room, hier ist es doch. Oh yeah. Shit, er kommt hier mit rein, ne? Das ist kacke. Ist er weg? Nee. Er steppt noch. Ist der jetzt vor der Tür? Wartet der jetzt da vor der Tür? Hey. Ah! Oh mein Gott. Okay, ich hab mich erschrocken. Ja, ich hab mich erschrocken. Oh Gott. Ja, er wartet noch da. Oh, ich bin auch so gut wie tot, Alter. Holy shit, hat der einen Schaden gemacht. Der ist zwar langsam, aber heilige Scheiße. Oh, Nut. Interesting. Oh, hier gibt's schon sammelbare Sachen. Hä, hey, wie cool. Wann soll das Spiel nochmal rauskommen? Ich mein, gut. Ingenieurs Note, wenn Sie Probleme mit den elektrischen Schlössern an den Türen haben, müssen Sie das Sicherheitssystem neu starten. Es herunterzufahren ist wie mit dem Feuer zu spielen. Ein falscher Schritt und der Stromkreis überlastet sich. Im besten Fall müssen Sie den gesamten Prozess neu starten. Erster Schritt, ziehen Sie einen der Haupthebel. Einfach, oder? Aber hier wird es knifflig. Die Hilfshebel müssen in einer strengen Reihenfolge aktiviert werden. Abweichungen von der Norm und die Stromversorgung explodiert. Wenn Sie sehen, dass die Zeiger der Anzeige in den roten Bereich springt, lassen Sie den Hebel los. Riskieren Sie nicht Ihr Leben. Fangen Sie von vorne an. Sobald Sie das Sicherheitssystem neu gestartet haben, sollten die Türen mit elektrischen Schlössern wieder funktionieren. Viel Glück. Vergessen Sie nicht die Regeln. Okay. Who the hell came up with this crap? Ich werde so sterben. Oh, Kapitel 2. Unbekanntes Gebäude, Maschinenraum. Hey, das war schon das erste Kapitel, Leute. Krass. Ich hab keine Heilung, ne? Scheiße. Okay, cool. Ja, dann haben wir jetzt wohl einen Weg frei gemacht. Copy, are you there? Yeah, Rose. I'm still trying to get out of here. You won't believe what happened. What do you mean? The sound of audio very okay, Cooper. Hä, die Demo-Version ist zu Ende? Was? Hä? Ich dachte, wir dürfen die ersten beiden Kapitel spielen. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Spiele die ersten beiden Kapitel. Ja, nee, absolut geil. Keine Ahnung, feiere ich hart. Werde ich mir aber auf die Wunschliste setzen und das Ganze auf jeden Fall beobachten. Finde ich voll, voll geil. Und es fühlt sich schon wirklich echt gut an. Also ohne Mist. Es ist sehr ideenreich und so weiter. Find's ein bisschen schade, dass ich nicht das zweite Kapitel spielen darf. Aber naja, was soll's. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und wann und tschüssi.